Mitte, Ende Fex, Pereine Furten. Eine Nacht ist vergangen. Nachdem ihr von den Pfeilen des Lichts und den Bandstrahlern begutachtet worden seid und dann zum Herzog geführt wurdet, könnt ihr euch dann zurückziehen. Der Herzog hat die komplett überfüllte Stadt, hat eine Taverne herrichten lassen, in der ihr dann unterkommen könnt. Im Gasthaus zum Wiehernen Ross macht euch der Wirt Kunibald zähneknirschend ein paar Räume frei, sodass ihr mit roten, ausgetrockneten Augen ins Bett fallen könnt und sofort einschlaft. Ängste und Albträume quälen euch, lassen euch noch einmal die Schrecknisse aus Yol'Gurmak vor euer geistiges Auge rufen. Oft schreckt ihr in der Nacht hoch. So gemütlich wie die Betten hier oben sind, mit frischem Stroh ausgekleidet, so intensiv sind eure alten Erfahrungen. Am nächsten Tage sitzen bereits Torgosch, Igna und Iolaos bei einem Frühstück. Es gibt ein paar Spiegeleier, gutes Schwarzbrot mit viel Butter und ein bisschen angebratenen Speck. Vor Torgosch steht bereits der erste Humpen Bier mit einer kräftigen Note und viel gutem Schaum. Vor Iolaos ein verdünnter Wein. Ich hätte niemals gedacht, dass so einfache Sachen so ein Luxus sein können. Ja, richtiges Essen. Ich hab's gar nicht so sehr vermisst, als ich da war, aber jetzt, wo ich wieder hier bin, guck dir das mal an, eine richtige Wurst. Ja, in der Tat. Sag mal, Magier. Ja. Auch nicht vernünftig schlafen? Oder war das nur bei mir? Ich hab immer wieder so Bilder gesehen. Seltsam. Ja, bei mir war es in der Tat auch so. Es war sehr skurril. Geht das wieder weg? Oder bleibt das jetzt? Ich hoffe nicht, dass das bleibt. Ich bin kein Arzt der Seele, doch ich denke, es wird wieder weggehen. Okay. Okay. Und dann nehmt ihr erstmal einen kräftigen Schluck. Wo bleibt denn der Rest? Schlafen die wieder so lange? Gibt's auch gar nicht. Nun, vielleicht schlafen sie besser als wir. Das kann man nur hoffen. Nun, mir soll's gleich sein. Ich genieße das Frühstück. Da habt ihr recht. Und jetzt gehen sie erstmal wieder zurück nach Gareth, richtig? So sieht der Plan zumindest aus. Wisst ihr, wo wir lang reisen oder reisen wir wieder über die Sichel? Wie ich es verstanden habe, werden wir wieder denselben Weg zurücknehmen. Ach, Scheiße. Auch wenn es beschwerlich ist. Ja. Immer noch mitten im Winter? Naja. Okay. Alle anderen Pfade, wie es ausschaut, sind gesperrt von feindlichen Truppen. Wir sollten uns aber auf jeden Fall einen Führer besorgen. Letztes Mal, auch wenn sie vielleicht ein bisschen verrückt war, war sie sehr wichtig am Anfang. Da waren einige Schneebiene, die hätten wir reinlaufen können. Ja, er hat zweifellos recht. Auch wenn es mir nicht gefallen hat, war sie nützlich. Traurig, dass es so enden musste. Während ihr euch unterhaltet, geht die Tür des Gasthauses auf und eine alte Bekannte von gestern Abend tritt ein, Isarun von Spogelsen. Mit sich dabei hat sie eine Neuronitin, Schwester Etiliana und einen Travia geweihten. Da kommt Ulm auch gerade die Stufen hinunter und schaut sich auch um und nickt Richtung Magister Iolaos und vor allem Richtung zum Zwerg. Komm her, Ömer! Die Wurst, die ist wunderbar. Die musst du unbedingt mal probieren. Ja, ich bin hier so todmüde. Ich habe so schlecht geschlafen. Ich habe die ganze Zeit diesen komischen Greif hier auf diesem Platz stand gehört, wie er da gepredigt hat, dieses Drecksvieh. Du auch? Ich habe immer wieder diese komische Feuersäule gesehen. Komisch, ne? Guten Morgen. Aber hier, der Magister meint, das würde wieder weggehen. Guten Morgen, die Zwölfe zum Gruß. Dürfen wir uns setzen? Ah, werte Kollege, eure Gnaden, selbstverständlich. Also letzter im Bunde kommt dann vermutlich auch Jalan langsam die Treppe hinuntergepoltert. Ja, komm, setzt euch alle her, der Tisch ist groß genug. Wollt ihr auch einen Humpen oder nicht? Isarun nickt allen zu und nein, danke, gerade nicht. Schade, schmeckt wirklich gut. Jalan, komm mal her, kann man dich wenigstens für einen Humpen begeistern? Echte Nahrungsmittel? Natürlich. Sehr gut. Na, lass mal sehen, was haben wir denn? Ja, richtige Würste, ne? Mal wieder ein gutes Brot hier. Das ist gar nicht schwarz, kannst du es dir vorstellen? Und es schmeckt auch nicht nach Öl. Ja, in 12 Göttern, dass ich das noch erlebe. Ach, ich will nie wieder ein schwarzes Brot sehen.
Ja, das stimmt. Schwarz sollte auch wieder nie wieder in meiner Nahrung vorkommen. Was? Ich hab doch hier so ein Schwarzbrot. Ach, tu das weg, Igna. Tu das weg. Aber was können wir für euch denn tun, liebe Geweihte? Und ich nicke mal den beiden Geweihten zu. Herr Travia, zum Gruß. Ich wurde auf Bitten meiner guten Freundin Isarun hierher gebeten. Dem folge ich natürlich gerne. Isarun, möchtest du uns vorstellen? Selbstverständlich. Die Herren, das hier ist Bruder Travia Lieb, ein mir sehr lieber Travia Geweihter, der zurzeit in Pirainefurten dient. Guten Morgen, wie gesagt. Travia zum Gruß, die Zwölfer. Es ist eine Freude. Travia zum Dank. Guten Morgen. Die Tür geht auf und ein übernächtigter Abelmir kommt ins Wein. Ah, den Zwölfen zum Gruße. Ah, Wein. Ah, ihr Laus. Ah, ihr habt schon Wein. Wunderbar. Und ich habe euch direkt einen Becher bereitgestellt. Schleppe mich zum Sitzplatz, hoffentlich gegenüber von Iolas, wenn er frei ist, und würden mich dann niedersetzen. Ihr müsst den Speck probieren, Magister. Sehr lecker. Ah, nicht so fett wie es am frühen Morgen. Lieber ein Glas Wein. Nicht schlecht. Was können wir denn jetzt für deine Freunde tun? Also für diesen Travia Lieb. Nun ja, ihr machtet mir einen Eindruck, als könntet ihr eine gewisse Seelsorge bedürfen nach den Schrecknissen der Schwarzen Lande. Aus diesem Grund habe ich auch Schwester Etiliane mitgebracht, die beim Orden der Neoniten ist. Was bedeutet denn Seelsorge? Nun ja, also wenn man schwere Erlebnisse mitgemacht hat, die die Seele erschütterten, dann kann es helfen, darüber zu reden mit Geweihten und sich der Götter wieder zu versichern. Okay, und woher weiß ich, ob ich so ein Fall bin? Ihr könnt mir glauben, dass ihr so ein Fall seid. Posttraumatischer Stress nennt man so etwas. Viele Leute, die im Krieg waren, Veteranen aus großen Schlachten, haben so etwas. Italiane stellt sich so ein bisschen nach vorne, nickt euch ja mal zu. Okay, ich habe jetzt nicht so viel mit Post zu tun gehabt, aber wenn ihr sagt, dass das so ist, dann werde ich das mal in Anspruch nehmen. Es hat nichts mit den Beilunkern, zu tun. Es geht dabei um so etwas wie zitternde Hände, die man nicht mehr kontrollieren kann, oder zu viel Alkohol, der getrunken wird, damit man Schrecknisse verdrängt. Es kann auch sein, dass ihr erschreckt, wenn ein Besen umfällt oder so etwas, wenn irgendetwas in eurem Rücken vor euch geht, wenn ihr einfach paranoide Schizophrenie entwickelt, wenn ihr einfach euch einfach nicht mehr wohl in eurer Haut fühlt und einfach unter Angstzuständen leidet. Das kann permanent sein, das kann allerdings auch nur in bestimmten Situationen auftreten. Darüber möchte ich gerne mit euch reden. Mir wurde bereits gesagt, dass ihr im gefallenen Usilia zugegen wart. Nach dem, was wir erlebt haben, ist das eine herausragende Idee. Ich danke für das Angebot. Ich habe schlecht geträumt. Zählt das auch? Natürlich zählt das. Okay. Schlafstörungen zählen zu den häufigsten Symptomen. Da könnt ihr übrigens Isarun besonders zuhören. Ich kann euch einige Meditationstechniken beibringen, vielleicht, um besser zu schlafen. Das ist auch nichts, wofür man sich schämen. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Selbst die stärksten Krieger wiederleben oder wiederholen die Schlachten. Vor allem diejenigen, die in der dritten Dämonenschlacht gedient haben. Da kann man sich gar nicht gegen wehren. Frag mal nach, Matt. Bruder Ahmad. Verzeihung, ich rede wieder mit mir selbst. Wo waren wir? Meint ihr Ahmad Shatter al-Bakr? Eben hier nun. Wie geht es ihm? Ich fürchte, er ist in Erfüllung seiner Pflicht gefallen. Solange es ein ehrenvoller Tod war und er jetzt bei seiner Göttin ist. Er wurde von einem riesengroßen Baum zertreten. Immer hat so eine Perle im Gesicht. Das ist keine Perle, sondern eher so ein,
Ja, so einen kleinen weinenden Fleck, der die Wangen runterkullert. Das ist doch nicht ehrenhaft. Er ist einfach gestorben gegen diesen großen dämonischen Baum, der ihn zertreten hat. Und hat vorher einen Hochbaktierer zurück zu seinen finsteren Herren geschickt. Mit dem Müßiger hat alles getan, was er konnte, und seine Göttin hat ihn zu sich genommen. Ja, für die Hinterbliebenen ist es meist immer noch am schwersten, so solche Situationen zu durchleben. Es muss einem vielleicht dann selber gar nicht passieren, sondern wenn man nur dabei ist und zusieht, auch das ist gar fürchterlich und auch das kann zu diesem Stress führen. Wenn man sieht, wie seine Freunde fallen oder verkrüppelt werden. Auch deswegen können wir miteinander reden und ich sehe auch, dass es euch quält. Habt ihr darüber schon mal jemals mit jemandem gesprochen? Immer schüttelt den Kopf. Der Tod ist unausweichlich. Wir alle werden irgendwann früher oder später dorthin gehen, aber wie wir diesen Weg beschreiten, das ist dann das, wie wir unser Leben definieren, nachdem wir uns ausrichten müssen. Und Ahmad war jemand, der sein Ziel auf dem Weg gefunden hat. Wenn ihr versteht, ist vielleicht ein bisschen merkwürdiges Konzept, aber die Rondrianer leben und streiten nach diesem Prinzip. Und wenn man kämpft, muss man auch damit rechnen, dass man fällt. Er hat sich Sorgen gemacht. Er hat sich einfach zu viele Sorgen gemacht. Irgendwann kann er nochmal aufgestoßen und ihr könnt sehen, wie ein kleiner, hutzliger Zwerg reinläuft. Ein bisschen verbranntes Gesicht, verbrannte Barthaare, schaut sich so ein bisschen um, wilder Blick und bleibt dann am Tisch hängen. Igna! Dorgosch! Schön zu sehen! Stiefelt dabei, wie ein Drachenkrieger aus Xorlosch. Könnt dann auch sehen, wie an seinem Kettenhemd alles aufgenäht ist. Und Torgosch, dein alter Freund Malma aus der Ausbildung. Hast ihn schon oft gesehen. Schon ein bisschen länger unter den Drachenkriegern. Bisschen schon länger über der Oberfläche. Kommt dann auf euch zugestiefelt. Malma, du hier? Was machst du denn hier? Torgosch, Igna! Was verschlägt euch denn nach Tobkehren? Ach, nix Gutes, sag ich dir. Was machst du denn hier? Siehst du denn aus? Drachen jagen! Was, wirklich? Ja, hier gibt's richtig viele. Ach, und ich hab noch keinen erwischt. Wir haben's tatsächlich im Windhag versucht. Du musst wissen, da ist ein riesiger Lindwurm aufgetaucht. Vor einem halben Jahr, wir haben's versucht. Ich mit meinen drei Brüdern, wir hatten einen Elfen dabei. Aber wir haben's nicht geschafft. Und wir haben uns erstmal taktisch zurückgezogen. Na, und jetzt bin ich hier. Drachensteine, hier im Norden, im Norden. Hohoho. Und schon was gefunden? Ja, den einen oder anderen. Die Drachen hier sind ein bisschen kleiner als bei uns an der Küste, aber das soll schon passen, das soll schon passen. 5 Stück habe ich schon erschlagen. Wenn euch die Größe nicht beliebt, Richtung Warung gibt es einen sehr großen, um den könnt ihr euch ja kümmern. Das haben wir schon gehört. Aber wir haben erstmal ein bisschen an der Küste gejagt. Bisschen zwischen Valusa und Festung. Da findet man die Viecher, gerade wenn man weiter nach Süden zieht. Da trifft man auf ein paar fiese Menschlinge, aber die kann man auch einen Kopf kürzer machen und dann hat man da genug Zeit, um sich ein paar Perldrachen zu suchen. Die fliegen da oben, sind genauso bescheuert wie die Westwinddrachen. Oh. Perldrachen gejagt? Du ganz alleine oder hast du noch ein paar von unseren Kollegen dabei? Ja, wir haben noch ein paar Brüder. Ja, vernünftig. Du ganz alleine Perldrachen jagen ist auch schwierig. Ja, ist schon schwierig. Das ist ja richtig volle Hütte hier. Habt ihr noch einen Platz und ein Bier für mich, oder? Für dich doch immer, komm mal her hier, warte, ich rutsche mal ein Stück. Igna, jetzt rutsch doch mal ein Stück. Oh, Malma, für dich immer. Darf ich vorstellen, mein Freund, Malma. Erfahrener Drachenjäger, sogar schon länger im Geschäft als ich. Wirklich gefährlich, der Mann. Aber nur, wenn man Schuppen hat. Mit deinem Speer, ich hab schon gesehen, wie du Wunden reißt. Oh. Sehr erfreut, haben wir Jamorines. Also, noch geht's weiter mit dem Gruße? Isarun von Spogelsen. Ja, setz dich auch dazu, Mädchen. Gehört da zum Gruße. Mädchen, du brauchst mal was auf die Hüfte. Komm, setz dich. Wie ihr meint. Zieh dich doch mal an. Setz dich. Wisst ihr, ich habe auch mal einen Drachen erlegt. Davon habt ihr noch gar nicht erzählt. Spricht! Ja, wir waren auf dem Weg nach... von Perikum nach Osten jedenfalls, durch die Berge. Da waren diese beiden Trolle. Und sie wollten uns nicht durchlassen, ehe wir ihnen häufen, das Ding zu erschlagen. Also sind wir in die Höhle zu den Drachen. Nein, haben wir nicht. Ihr müsst wissen, Bonbons? Trolle stehen auf Honigbonbons. Das weiß auch jeder. Interessant. Jedenfalls gingen wir in die Höhle rein und dieses riesige Vieh, dieser
Wie hieß es? Perldrache, glaube ich. Oh, er hätte uns... Er hat uns fast allen die Haare vom Kopf gefressen. Seid ihr sicher, gebrannt. Perldrachen sind nicht riesig, das sind die kleineren. Und er war bestimmt so groß wie dieser Raum hier. Hatte er Flügel? Ich denke schon, ja. Und wie viele Beine hat er? Er hat einen Vollflügel. Oh, Beine. Ihr fragt Sachen. Weiß ich doch jetzt nicht mehr. 4, 2? Auf keinen Fall 6, glaube ich. Ja, winkt ab, was man wirft. Ein was? Wenn du, Junge, wenn du dir mal mit dem Höhlendrachen in seiner Höhle gekämpft hast, dann sprechen wir uns mal wieder. Dann rede ich dich auch an als Mann. Ich dachte, Höhlendrachen heißen Höhlendrachen, weil sie in einer Höhle leben. Also jeder Drache, der in einer Höhle lebt, ist ein Höhlendrache. Torwosch, du ziehst, warum heißen sie dann? Du ziehst mit diesen Männern und Frauen umher und hast ihnen noch nichts beigebracht. Torwosch, keine Zeit gehabt. Ehrlich gesagt, wir waren auch schwer beschäftigt. Keine Zeit? Ja, wir sind, wie lange sind wir jetzt zusammen unterwegs? Praktisch gestern. 2 Monate? Das ist ja gar nichts, da hast du recht. Ja, richtig. Da kennt man sich ja noch gar nicht richtig. Hm. Wenn man da sich schon an die Namen erinnert, das ist ja schon gut gelaufen. Ja. Aber den hier, den Jalan, den kann ich nur empfehlen. Was Schläge angeht, verteilt er gut. Ja gut, aber Perldrache. Das sind ja so die Kleinen. Wie gesagt, vielleicht finden wir ja mal bald einen Drachen, dann können wir mal mitnehmen. Wir sind drüben dem Wurm von Windhag begegnet. 3 Köpfe hat er ja. Gigantisch. Und die sind nachgewachsen. 2 Köpfe haben wir ihm abgetrennt und verkröppelt mit unserer Drachenlanze und sie sind nachgewachsen. Und da erhob er sich in die Lüfte und... Oh, dieser Elf. Ich hasse Elfen, aber er war schon ein Drachenjäger-Elf, kann man schon so sagen. Hab ich noch gar nicht von gehört. Drachenjäger-Elf, das muss ja eine Geschichte sein. Ja, muss es. Da brauchen wir aber mehr Bier für. Ja, komm, hol Bier ran. Du, ich suche eigentlich jemand ganz anderes. Ich komme gleich wieder, Torkosch. Lauf nicht weg. Wir sind hier. Okay, ich komme gleich wieder. Wie gesagt, ich bin im Auftrag unterwegs. Komm gleich wieder. Moment. Guckt ihr nochmal ein bisschen in der Theke um und geht dann die Treppe nach oben. Und wenn der wohl sucht? Na, die Welle schon Dorf, ne? Dass ich den hier finde, den guten alten Malmer. Aber Entschuldigung, wir hatten euch unterbrochen. Was wolltet ihr sagen? Nun ja, also dieser Tage trifft sich nun alles in Perreinefurten. Wie gesagt, also Bruder Travialieb, Schwester Italiane stehen gerne zur Verfügung. Meine Wenigkeit natürlich auch, sofern ich helfen kann. Ich denke, es wird allen ganz gut tun, wenn sie erst einmal die Erlebnisse verarbeiten können, die ja nicht nur seelische Spuren hinterlassen haben. Ich denke, es wird uns auch allen gut tun, wieder zur Beichte gehen zu können. Dann kann man den Namen der Götter in den Mund zu sprechen. Namen der Götter in den Mund zu nehmen, ohne zu riskieren, aufzufliegen. Eine Beichte würde ich dringend anraten, ja. Ihr solltet vor allem das tun, was euch eine Freude bereitet. Wenn ihr meint, dass ihr Alkohol trinken müsst, dann könnt ihr das tun, aber bitte in Maßen, also wenig. Vielleicht etwas verdünnten Wein für den Geschmack oder verdünntes Bier, das könnt ihr gerne tun. Oder, naja, wenn ihr einer Predigt lauschen wollt, ich denke, man kann hier jederzeit zu einem der Priester gehen, egal zu welchem der Götter man beten möchte, kann sich mit ihm unterhalten und ihm anvertrauen. Das könnt ihr natürlich auch bei mir tun, wenn ihr das wollt. Oder ihr, naja, läuft einfach schreiend herum wie die Maraskaner und brüllt die Namen heraus. Ich glaube, das wird auch vielen hier gefallen. Rheinfurten ist gewachsen in den letzten paar Jahren, aber eigentlich sind wir trotz der Umstände eine relativ fröhliche Zusammensetzung. Dafür, dass ihr so nah an den schwarzen Banden seid, ist allein das schon bewundernswert. In Spogelsen oder Ebelried ist man nicht gar so fröhlich bei der Sache. Natürlich nicht. Warum sollte man dort fröhlich sein? Die Natur ist pervertiert. Zeitweise waren die Lande von Söldnern überrannt, der Barbaradianer. Der Aufbau, der geht erst langsam vonstatten. Wie denn auch? Woher soll das Geld kommen? Woher sollen die Leute kommen? So viele sind gefallen. Viel mehr werden noch fallen, ehe das Jahr alles beendet ist. Das ist nun mal die Realität, mit der wir leben müssen. Das mag so sein. Wir werden trotzdem das Beste daraus machen. Euer Wort in der Götterohr.
Wenn ihr mögt, ich kenne eine gute Freundin. Sie kann mit euch ein paar Brett- oder Kartenspiele machen. Wenn euch das ja, vertraut ist oder wenn ihr dies wünscht, dann könntet ihr auch darüber ein bisschen Stress abbauen. Vielleicht spielt ihr ein bisschen mit den Kindern draußen. Sie haben sich aus Leder einen kleinen Korkball gebaut und laufen herum und versuchen sich im Immern und naja, was auch immer euch auf Freude bereitet. Wenn ihr mich sucht, ihr werdet mich sicherlich finden. Einfach fragt nach mir, der Boron-Tempel, den werdet ihr einmal über die Flussseite überfinden, wenn ihr am Effer-Tempel vorbeigeht und dann auf der rechten Seite. Aber auch im Dravia-Tempel wird man mich kennen. Nun, dann habt auch Dank für dieses großzügige Angebot. Die Herren Magier möchten vielleicht mit mir einen Meditationstanz vorführen. Dies ist empfehlenswert. Ich nehme euer Angebot gerne an. Sehr gerne. Ömer, auch ich muss mich bei dir noch einmal ganz recht im Namen der gesamten Dravia-Kirche bedanken. Dein Opfer, das, was du uns mitgegeben hast, bedeutet uns sehr viel. Wie gesagt, dieses komische Subjekt, was meinte, dass er, dieser Typ, der meinte, dass er extra einen Travier-Gewalt dafür erschlagen hat, da habe ich mir gedacht, okay, darin kann ich nichts mehr tun an der Stelle, aber ich kann zumindest euch die Sachen zukommen lassen, die dort gestohlen wurden. Wir kennen natürlich die Geschichte, sie ist sehr bedauernswert. Auch derjenige, der dies getan hat, so götterverflucht wie er ist, seine Geschichte ist ebenso traurig, aber den Mord an einem Geweihten aus Spaß, er verzieht das Gesicht, du kannst sehen, wie er mehr traurig wirkt, als dass er wütend ist. Es ist einfach nur, jetzt wo wir wenigstens das Artefakt der Kirche wieder bei uns wissen, es bedeutet uns viel, dass du es uns aus den Tiefen von dem gefallenen Ysilia wieder mitgebracht hast. Danke. Immer. Das würde ich jederzeit wieder tun. Er legt dir die Hand auf die Schulter und du merkst, wie so ein bisschen alleine durch diese Geste der Stress von dir abfällt. Es mag gar nicht so sein wie ein Krieger. Er sieht nicht wirklich aus wie jemand mit starken Oberarmen, aber dieses Väterliche, wenn er dir jetzt seine warme Hand auf die Schulter legt, eine weitere Träne, die du aus deinem Auge rausdrückst, die du es gar nicht verhindern kannst und dafür streitet ihr. Nicht für Geld oder Gold. Für die Götter. Für die Götter. Ja, herzlichen Dank, dass du uns vorgestellt hast, Isarun. Wie gesagt, wenn du uns suchst, Boron-Tempel, Dravia-Tempel. Sehr gerne. Doch ich glaube nicht, dass wir noch viel länger hier in Perreinefurten weilen können. Du willst uns wieder verlassen. Nun, mein halbes Jahr ist um. Magister Gerstenkorn ist angekommen. Er ist meine Ablöse. Ach so, ja, den haben wir auch schon kennengelernt. Zumindest in der großen Speisehalle haben wir ihn einmal gesehen und man hat sich ein bisschen über ihn unterhalten. Ja, das ist also eure Vertretung. Na gut. Ganz genau, ein fähiger Mann. Ich nehme mal so an, ihr werdet uns auf dem Rückweg über die Sichel begleiten. Natürlich. Das ist mein Auftrag. Seid ihr unsere Bewachung oder unsere Begleitung? Eine Begleitung, die ein genaueres Auge haben wird. Oh, wie dem auch soll, ihr seid herzlich willkommen. Vielen Dank. Nun, wollen wir mit dem Tag beginnen? Etiliane deutet noch einmal an zu einer Norbadin drüben an der Theke, die da gerade sitzt. Wie gesagt, wenn ihr, vor allem an die Magier gerichtet, wenn ihr etwas zu eurem Vergnügen machen wollt und ein paar Brettspiele spielen wollt, dann wendet euch doch bitte an Katjenka. Ansonsten sucht euch eure Beschäftigung, vielleicht im Spaß, im Tanz. Damit nicken die beiden, nehmen nochmal ihren kleinen Sohn auf den Arm, der wohl die ganze Zeit mit dabei war, in der Taverne herumgelaufen ist und ja versucht hat zu kellnern mit irgendwelchen Biersachen, die da von der Theke rübergereicht werden, hat dann versucht so schon den ersten Travi-fälligen Dienst zu tun, hat dann sich vielleicht auch ein bisschen mit so einem großen Hund beschäftigt, der in der Ecke lag und
Dann, wie gesagt, nehmen sie ihren Sohn wieder mit und verschwinden durch die Tür, lassen euch allein. Schaut immer schon die an. Ich glaube, ich würde ganz gerne gehen. Schaut auf den Teller, der zu drei Viertel leer gegessen ist. Will jemand noch meinen Rest? Lass gut sein. Nein, ich bin ein wenig in der Stadt die Seele baumeln lassen. Natürlich, seid nur zeitig wieder hier. Wann wäre das? Mittags? Ich denke schon. Wir müssen, nachdem wir uns alle etwas von der Nacht erholt haben, einen Plan machen, wann und wie genau wir abreisen wollen. Vor allen Dingen benötigen wir vermutlich Pferde. Dann geht das Ganze schneller. Könnt ihr denn reiten? Ich verfüge über ein gewisses Talent. Nicht über eure Fertigkeiten im Umgang mit Reittieren, aber es sollte reichen, mich auf einem Pferderücken zu halten. Nun, Pferde haben wir. Am ehesten lernt man auch das Reiten, wenn man sich einfach draufsetzt. Und wieder runterfällt und wieder aufsteigt. Natürlich, so lernt man. Das Aufstehen ist das Wichtige, nicht das Runterfallen. Aber, wo schlagt ihr vor, dass wir den Tanz der Marder aufführen? Ich kenne da eine Stelle am Flussufer, ein bisschen abseits des Zentrums. Dort ist es eigentlich ganz nett. Ein paar Bäume stehen umher. Meistens ist es still, es ist zwar in der Nähe des Boron-Angers, aber das sollte uns nicht stören. Geweihter Boden ist immer gut hier. Jonas, wollt ihr uns begleiten? Oh, selbstverständlich. Ich habe schon öfter von dem Tanz der Marder gehört. Ich habe ihn noch nie selber ausgeführt. Meine Meisterin bestand darauf, eher mich irgendwelche Vulkane hochzuschicken. Dann habt ihr zwei Schüler. Ich habe diesen Tanz ebenfalls noch nicht aufgeführt. Aber ich bin ein interessierter und lernfähiger Mann. Tatsächlich. Dabei wurde mir zugetragen, dass dieser in Vetana erfunden wurde. Ja. Aber gerne bringe ich euch das bei. Es hat sich als gute Meditationsmethode und Zentrierung des Selbst herausgestellt. Gerade in der Nähe der Schwarzen Lande. Folgt mir. Ja, würde ich mich den Teller zurückschieben, beziehungsweise den Weinpokal und mich erheben. Meine Herrschaften, nutzt die Zeit, solange ihr sie habt. Werden wir dasselbe. Bis zur Mittagsstunde. Sagen wir hier, in dieser Herberge? Natürlich, warum nicht? 12 mit euch. Und mit euch. Wir können ihren Segen wohl alle gebrauchen. Ja, mit den beiden Magiern im Schlepptau macht sich Isarun dann auf zu der kleinen Stelle am Flussufer, wo es recht ruhig ist. Bäume stehen ein bisschen umher. Das Gras ist jetzt zu dieser Jahreszeit eher platt getrampelt, gleicht eher so ein bisschen einer Schlammebene. Aber es ist ruhig genug, um sich auf sich selbst zu besinnen.